War das einer von euch? Ja, Flash. Wunderschönen guten Tag, ich würde mal gerne Ihre Fahrerlizenz sehen. Schönen guten Tag. Hallo. So, ich muss gerade mal eben das TS muten. Ja, wir würden gerne Ihre Fahrerlizenz sehen. Ja. Wie Sie sehen ja, dass wir jetzt alle bei der Polizei sind. Und das hier ist auch eine Spielstraße, das heißt, sie sind normalerweise 30 km/h, sie sind hier etwas zu schnell durchgefahren. Nur so als kleiner Tipp. Okay, das tut mir leid. Das war eigentlich, ich war ein bisschen abgelenkt, weil so viele Autos reingekommen sind. Welcher Typ schießt denn jetzt schon wieder? Alter, sowas machen wir nicht mehr. Okay. Sind irgendwie die Kopfwaffen stärker oder so? Ne. Fahren Sie jetzt bitte nicht langsamer als 50 und halten Sie sich nicht an die Verkehrsregeln und dann lassen wir Sie auch weiterfahren. War bisher alles okay? Sie sind ja auch zu schnell durch die Spielstraße gefahren. Die Jungs wollen uns wegen dem Rennen wohl haben. Die War-Leute wollen uns wegen dem Rennen haben. Alles klar, dann viel Spaß noch als Polizisten. Soll ich vorne? Dankeschön, schönen Tag noch. Ja, danke. Und immer schön illegal bleiben. Alles klar. Die Jungs, habt ihr zugehört? Ja, was die War-Leute wollen uns für das Straßenrennen haben. Sirene. Aber pass auf, dass der Alper uns nicht sieht. Das sind Medics. Wir holen uns jetzt ein Opfer oder fahren ja erstmal raus, okay? Was ist jetzt mit den War-Leuten? So. Die wollen uns haben, definitiv mal haben. Ja, ich geh mal runter. Verstecken wir uns erstmal hier drin. Und Granzbart will von euch gezogen werden. Zieht ihr mal hoch. Los, Interpol, geh weiter. Wenn jetzt ein Kopf kommt. Ja. Wir holen uns jetzt einen Offroader, lass den Interpol da stehen. Bin drinne. Wer macht die Tür zu? Komm her, Olaf. Geh mit mir. Olaf! Ja, ich komme. Niedrig. Ich weiß, dass du ein Kopf bist, aber du musst deswegen jetzt nicht hier rumschwuchteln. Tür auf. Das ist ein Überfall. Aber wir raiden das Haus, los. Sicher. Fenster ist offen. Aber es ist deswegen sehr gute Arbeit. Oh, sehr, danke. Sie können jetzt einblasen, so wie das die Cops immer machen. Ich hoffe, ich werde mal demnächst zum Sergeant ändern. Ja, natürlich. Sie müssen mir nur einblasen und dann klappt das. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Und dann ist Hopp. Sie sind jetzt Sergeant. Wenn wir am Ende des Tages immer noch die Kopfkleidung haben, können wir uns ja vor das Kavalaha-Crew stellen. Alter, was ist denn mit meinem Hals? Wir machen ein Foto dann, ein Screenshot stellen wir ins Foto. Genau. Ja, ich nehme gerade auf, also wir können das auch mal gerne reinstellen. Guck dich mal meinen Hals an. Dann würde ich das aber mit dem, ne, jetzt ausblenden. Oder rausstellen, wie er befördert wurde. Nein, hallo? Detective Sink? Ich glaube, das ist so. Oh, Detective will ich jetzt sogar schon. Ich bin gerade in, Beförderungslaune. Ja, das ist nett, aber jetzt bin ich doch schon eine Dienstgrad höher als du, oder nicht? Ja, ich weiß, ist doch egal. Ich geb dir trotzdem Befehle. Wir sind Cops, das ist alles scheißegal, ja. Ja, hier darf man sich auch hochschlafen. Ja, hast du ja gerade. Die wollen aus der Geschichte jetzt ein viel, viel größeres Event machen. Die denken so, in einer Stunde beginnt's dann. Und die wollen uns für die Absicherung von Trollern und so. Jo, geil. Aber ich hab gerade gesagt, wir haben natürlich das Risiko, dass die Cops kommen, wa? Das ist ein großes Risiko für uns, aber wir haben auch das Risiko, beziehungsweise noch nicht. Lol. Wow. Also jetzt ist der Moment, dass wir hier schnell abhauen. It's out! Voller Kit. Ab in den Aufforder und weg hier. Können wir hin? Wie? Eine Aufforderung. Können wir nicht zu? Aufforder. Nee, ich will jetzt erstmal weg. Das war echt schon wieder so ein Script-PD war das doch. Nee. Das ist Kavala, das explodiert hier immer. Oh, mein Kopfauto ist an mir vorbeigefahren. Wir sind doch Polizisten, wir können einfach auf die Straße rennen und ein Fahrzeug beschlagnahmen. Ist der weitergefahren? Ja. Ja, wir holen uns jetzt mal schnell den Offroader und verpissen uns von hier irgendwo erstmal verstecken, okay? Ja, wir kommen hier nicht hoch, ihr müsst über die Brücke laufen. Wir kommen da hoch. Kommt man da hoch? Ich liebe sie. Kommen sie zurück. Nee, du musst Sink lieben, der ist jetzt Detective. Nee, ist Detective. Ja, genau. Na gut, ich meine, wenn nicht so rum, wenn jetzt ein Cop kommt, dann schieße ich auf den. Nein, dann machen wir RP, dann sagen wir guten Tag, Kamera. Alter, guck mal bitte, Kavala Markt. Die Rauchwolke. Stoppen Sie das Fahrzeug. Sie wurden für eine allgemeine Verkehrskontrolle ausgewählt. Stoppen Sie umgehend das Fahrzeug. Eine allgemeine
allgemeine Verkehrskontrolle, bitte sofort aussteigen. Nein, fahr nicht hinterher, fahr nicht hinterher. Fahr nicht hinterher. Nein, fahr nicht hinterher. Gut. Alter. Anhalten. Fahr mal am Marktplatz vorbei und ich mach die Sirene. Nein, Mann. Dann verlieren wir doch alle. Bitte. Da haben wir jetzt fahr mal volle Pulle am Marktplatz vorbei. Nein, nein, wir machen nichts am Marktplatz, nein. Ich fahr jetzt aus Kavala raus erstmal. Da rennt einer. Fahr jetzt aus Kavala raus erstmal, das wird. Ich hab da jetzt echt keinen Bock, dass wir dummen Stören. Also auf die Quadfahrer. Wir halten dann am Peachfield die Quadfahrer an und alle, die so schnell fahren. Genau. Oh, Mega-Diesing. Macht echt Spaß. Stimmste wäre natürlich, wenn jetzt die Kopfstreife uns entgegen den Kopf fahren. Ja, kannst du machen. Grüß mal. Dann sag mal, hallo Kollegen. Ja. Hallo Kameraden. Dann winken wir alle. So mit Tab können wir doch jetzt winken. Na, aber ja, aber dann nicht aus dem Auto. Das ist voll. Oh, ist das lustig, ey. Achtung, Auto. Und Medic. Und Medic. Warte. So, hier fahren wir jetzt ran. Oh, scheiße, wer ist das? Wer ist das? Die Teletubby. Achso. Kann man mal los sagen. Die Cops, die Gottvater schreibt Cops am Markt weg. Ja, das sind wir schon weg. Wir machen ständig das Auto zu. Oh, guten Tag, Officer. Ja? Hallo. So, nee, schönen guten Tag. Officer Rebellen. Sie wurden für eine allgemeine Personenkontrolle ausgewählt. Ich muss mal schnell auf meiner Wanted-Liste nachschauen. Warten Sie mal. Ja, wie ich sehe, haben sie alle Dreck am Stecken. Also Morde, zu schnell gefahren, fahren ohne Fahrerlizenz, das sieht sehr gut aus. Machen Sie so weiter. Das können wir nur unterstützen. Aber sie haben noch ein bisschen wenig tote Cops getötet heute. Das müssen sie echt noch verbessern. Tote Cops getötet? Cops getötet. Ja, ich bin ein Polizist, ich bin nicht so schlau. Sie wirklich aktiver werden. Doch. Den Officer Alpha haben wir heute getötet. Aber das ist natürlich sehr gut. Da kriegen Sie jetzt ein Ticket ausgestellt von dem Herrn Sink. Und den Captain. Den hat den getötet. Ah ja, stimmt. Und er den Captain Bruser oder Bruzi oder sowas. Da war ich der auf dem Quad, der wird euch gleich alle überfahren. Herr Sink, gibt dir mal ein Ticket von 1000. Wem? Dem Gonzo. Wer war das? Das war alles der Ghost übrigens. Ach, Ghost. Alter, was hier ja, dann kriegt Ghost jetzt das Ticket. Die Cops kommen, die Cops kommen. Ist doch egal. Wir bleiben jetzt hier. Nehmt die Waffen runter. Räum mit sowas nicht rum. Kommen die? Wirklich? Wer hat das jetzt gesagt? Ja, unser Trial. Interpol. Maske ist gut. Ja, auf jeden Fall. Dann aber auch das Ticket für dich. Das ist nicht lustig. Ich weiß nicht, wie oft wir hier sterben, wenn wir so eine Scheiße machen. Ich bin schon immer in diesem Gefecht, Alter. Einem Auge. Von Berg zu Berg, von Bordstein zu Bordstein. So, ich hoffe, Sie sind mit dem Ticket einverstanden. Und einem juckenden Ohrläppchen. Denk mal wieder die 45er. So. Ja, viel Spaß beim Polizisten umbringen. Vielen Dank. Guten Tag, Herr Lucky. Sound muted. Wieder eine gute Tat vollbracht. Keine Sorge, ich werde nicht. Stell mich mal hin und guck mal. Wir wollen nur eine kurze Kontrolle machen. Haben Sie noch eine Lizenz zum Pfirsich abbauen? Manche nehmen uns das jetzt wirklich ab. Wollen Sie also nicht sprechen? Sprechen Sie nicht gerne mit der Polizei? Nehmen Sie doch mal die Kopfhörer ab, dann können Sie vielleicht auch was verstehen. Nehmt da besser mal die Waffen runter, oder? Aber schöne Hose haben sie an, Herr Lucky. Ey, ich hab Herr Lucky. Schieß ihn nieder. Nein, nicht schießen. Das nennt sich Flucht, Sie bleiben jetzt stehen, Herr Lucky. Wir müssen Sie jetzt kontrollieren. Und sprechen Sie doch endlich mal mit uns. Einmal bitte anhalten, allgemein. Einmal bitte die Hose ausziehen, wir müssen mal ihren, Einmal bitte vom Quad absteigen, du brauchst dir gar nicht versuchen. Du stehst auf meiner Liste. So. Pass auf mich, dass er jetzt umdreht und nicht alle umhaut. Pass auf. Wir dreht nämlich schon so gefährlich. Stellt euch zu Gonzo, wenn er euch überfährt, überfährt er Gonzo mit. Leute, die Cops kommen, ohne Scheiß! Mach ich. Stimmt, die Cops kommen! Scheiße! Versteckt euch ein bisschen. Polizei! Die halten an.
Ja, Alpha, dann schieße ich jetzt. Wenn der, wenn der anhält, schieße ich. Nein. Wenn der aussteigt, schieße ich. Nein. Sag ich dir jetzt. Ich gehe jetzt hin und sag hallo, wenn sie mich erschießen. Na, ich gehe jetzt hin. Alpha, einen wunderschönen guten Tag. Schön, Sie wiederzusehen. Guten Tag, die Herren. Meine Herren, hallo, was ist denn hier los? Ach, Kollegen. Schönen guten Tag. Kollegen. Ja, Kollegen, wir haben die Lage hier alles unter Kontrolle. Keine Sorge. Sieht alles sehr sauber aus. Wirklich? Jeder besitzt eine Lizenz. Nur der Herr Lucky war nicht kooperativ. Probleme. Der war nicht gut. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Mikrofon muted. Wer war der da hinten in dem Heli? Geil! Hochbewaffnet, Sicherheit am 40. Ey Jungs, wir müssen irgendwo hinfahren und eben Gruppenfoto machen. Das sieht einfach zu geil aus. Ey, das ist so gut. Ey, den halt mal nochmal an. Halt an. Der ist zu langsam gefahren. Ist das nicht der gleiche wie vorher? Deswegen ja. Und er soll uns Hyperkits geben, ganz wichtig, wir haben keine. Oh Gott, Alter. Wiu, 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 wiu. Ich geh kaputt, ey. Das ist ein Antrag. Mikrofon muted. Ja. Guten Tag, Azubi Rober. Sie sind hier ein bisschen langsam gefahren. Ja. Ja, hier sind 100 erlaubt und Sie sind nur 80 gefahren. Das gibt jetzt leider ein Ticket für Sie. Sowas können wir nicht tolerieren. Ich stehe hier rum, weil mein Auto im Arsch war. Ja, ich bin Herr Ober, das tut nicht zur Sache. Das sagen die Verbrecher immer. Das tut jetzt nicht zur Sache. Und zwar, ich würde jetzt ein Ticket ausstellen in der Höhe von 5000 Dollar. Wären Sie damit einverstanden? Lass Sie jetzt kein Geld geben. Nein. Wie nein? Also wir würden das Geld dafür geben natürlich. Also das ist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht die richtige Polizei. Wir sind ja jetzt nur, ne? Also wir sind ja die Rebellenpolizei. Und wir bezahlen dafür das dass die Zivilisten. Wie bitte? Wir bezahlen die Zivilisten für Straftaten, um es ganz kurz zu machen. Genau. Genau. Also ich hat jemand 5000, ein Fell im 5000 gegeben? Wir fangen es einfach nochmal von vorne an. So. Ich war gar nicht da, ich komme jetzt nochmal. Der ist ganz verwirrt. Pass auf, Detective Lincoln. Ach, Herr Rober, da, wir haben Sie gerade dabei beobachtet, wie Sie zu langsam gefahren sind. Ich habe den jetzt nach Hause gebracht. Das ist für 100 km/h ausgelegt und Sie waren mit 80 km/h unterwegs. Was sagen Sie dazu? Na, auf unserem Platz ist nicht so nach schnell. Ja, dann, weiß nicht, wo seid ihr gerade? Wir haben einen Tuner des Vertrauens fahren und mal hier ein bisschen das ist ja schon die Fake. Oh, das ist geil. Fahr einfach den Highway weg, da wir stehen und, dann. Du siehst schon. Am Auspuff könnten wir da, wo der Blaulicht ist. Und die Anhängerkupplung, die würde ich natürlich mal ein bisschen, am besten entfernen, weil die, wiegt doch schon ein bisschen was und das, könnte natürlich das, Fahrverhalten ihres Fahrzeugs natürlich ein bisschen einschränken. Einer sollte am besten immer in der Kopfkarre sitzen, falls jemand kommt. Um auf den Punkt zu bringen. Ich verteile mal Schlüssel. Wir hatten eigentlich Schlüssel. Dollar, keiner, glaube ich. Wer damit einverstanden? Doch, jemand muss Schlüssel haben, der hat gesagt, der hat Schlüssel ja, gegeben, oder? Ja, okay, ja. Dann macht nie zu. Ich dachte, er hat dir den Schlüssel gegeben. Gut. Dann hätten wir das erledigt und dann würde ich sagen, dann fahren Sie zügig weiter. Natürlich immer schneller, als es erlaubt ist. Verhalten sich ansonsten auch so. Reichen 170 oder muss ich 204 fahren? Muted. Bei 200 wäre natürlich auch besser. Reicht schnell genug. 150. Der Kollege hat auch schon ganz gut gemacht, da vorne. Gut, dann können Sie ja mal ein bisschen rum erzählen, eventuell unter Ihren Kollegen, dass hier Straßenkontrollen gemacht werden und vielleicht lässt sich ja noch der ein oder andere mal sich bei uns hier blicken und erwischen beim zu langsam fahren. Wer ist momentan Gruppenleader? Ah, Sink. Der Funkverkehr gewesen. Ah, das ist nicht weiter schlimm. Ich wollte einfach nur eine gute Fahrt wünschen und wir hören uns. Der hat nicht schön mitgemacht. Achso, wünsche ich Ihnen auch. Der hat, ich glaube, überhaupt nicht gecheckt, was wir wollen. So. Nee, der war ein bisschen schwer vom Begriff. Ja, ein bisschen sehr schwer. Bitte schießen Sie mich nicht. Was geht mit dem? Scheiße ist leider, dass wir nur zu viert in den Wagen passen. Ich hab jetzt kein Geld mehr, Alter. Ich hab jetzt nur 1800. Ja, wir kennen ja, wenn man Tankstelle da vorne. Kann man dir machen, der kriegt die Kopfkarre im Weg. Warte, wenn wir jetzt jemanden verfolgen, müssen wir alle Polizeisound machen, wa? Ja, ich heb da vorne mal 50.000 auf einer Tankstelle, fahr da mal hin.
Wir brauchen ja Geld für Strafzettel. Ein Gruppenfoto machen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Aber nicht die nächste, die hat nichts. Und bitte nicht kaputt machen, wir haben wie gesagt kein Repair-Kit. Ja, ich merke gerade, das ist ein SUV, das ist voll kacke. Einfach ganz gechillt mit 100 fahren, damit auf keinen Fall was passiert. Nein, über das Gesetz. Nee, mit einem SUV ist das richtig, da kannst du nur so langsam fahren. Und es macht der Boom. Der bricht so schnell aus, hier müssen wir echt aufpassen. Ja. Mit dem Teil. Ja, einfach ganz gechillt fahren, dann passt das. Genau, wir ist ja nicht so, dass wir irgendwas Illegales treiben würden oder so. Wir sind ja die Polizei. Wir kennen Illegales. Ist das eine Hellcat? Nee. Ach nee. Doch. Eine Hellcat. Das ist eine Hellcat. Was geht mit denen ab? Knick. Wieso holen die jetzt die Oh, Knick, Chaos, Knick. Wahrscheinlich, weil Alpha gesagt hat, wir sind in Bullenklamotten unterwegs. Bitte, ja, die dreht um. Oh nein, die hat die Verfolgung aufgenommen. 3, 2, 1, winken. Okay, nochmal. Gucken war das, ne? 3, 2, 1, winken. Gucken war das, ne? Ja. Alter, mach hin jetzt. So, der landet bestimmt schon mit der Hellcat. So, los geht's. Nein, der beobachtet euch. Alter, mach doch jetzt hin. Los, alle winken. So, perfekt. Und jetzt weiter. Wie penetrant der ist, ey. Der hat richtig Schiss. Die Hellcat, fliegt die irgendwie direkt neben uns? Ja. Die ist so laut. Ich frag mal Knick, ob er jetzt unsere Luftunterstützung irgendwelche Verbrecher hat. Ich muss da eben den Zaun runterdrehen. Das ist gut, ja. Das ist gut, ja. Du fährst gegen den Zaun, du fährst gegen den Zaun, du fährst gegen den Zaun. Du fährst gegen den Zaun! Alter. Was denn? Ich fahr mitten über die Straße, ganz normal. Du schießt gerade. Dann teasingst du die ganze. Ich bin die ganze Zeit über die Straße. Alter, hast du was abgeschossen? LOL. Das hab ich bestimmt beabsichtigt. LOL. Soll ich mal bitte alle im FMS ein? Detective Ding möchte gerne eine Einteilung machen. Ich will gerne die alte Streife übernehmen, okay? Dann in meinem Büro zu kommen. Ja, das können wir gleich mal ausdiskutieren. Für Sie, Herr Olaf, da habe ich eine besonders gute Aufgabe. Okay, sehr gut. Die machen heute die Kavala-Streife. Oh yeah! Waffe laut, Alter. Beziehungsweise auch aka die Trollstreife. Ich guck mal, ob jetzt schon Cops online sind. So, aber das ist ein ziemlich weiter Weg zu fahren. Auch Herr Flash und Interpol und Herr Sturmmaske. Viel Spaß, Herr Olaf. Gute Dankeschön, darf ich die jetzt alleine machen? Online. So. Der Officer. Ja, ja, sicher. Ach, sehr gut. Jetzt war auch schon Officer online. Das hast du ja schon gesehen. Ja, danke. Mikrofon activated. FMS einloggen nicht vergessen, Jungs. Hab ich schon gemacht. So, jetzt wollen wir doch mal eben schauen. Ich würde sagen, wir nehmen aber erstmal ein Heli, fliegen über die Grenze nach Atira und holen da bei der Garage unseren Dings raus, oder? Ein Ifrit, ja. Ja, unseren Ifrit raus, genau. Das ist unser neuer Streifenwagen. Dann store ich das Ding erstmal. Boah, wäre das cool, wenn wir einen Hunter besorgen könnten, irgendwie, aber leider ja nicht. Ne, das wäre zu krass, der würde nur verfolgt werden. Ich bin ein bisschen lang. Verkehrskontrolle. Bitte ich mal den Fahrer aussteigen. Die Wache, Leute, jetzt nicht bitte, könnt ihr nicht woanders. Ach, Herr Kulett. Ach, ihr seid das. Ihr seid das. Ach, wir haben gerade selber Probleme, wir haben von der Polizei verfolgt die ganze Zeit. Echt? Oh, das ist nicht gut, dann müssen wir wieder weg. Die haben uns davor geschnappt, weil wir da wegen gerannt haben, weil wir den Polizeiauto geklaut haben. Wir hatten vorhin sogar Luftunterstützung von unseren Kollegen. Wir haben eine Hellcat bekommen. Als die Luftunterstützung. Aber leider war ja dann Server neu starten, ne? Sonst wären wir jetzt im Knast. Da hat der Energy noch laut gesagt davor. Unsere Luftunterstützung ist leider vorhin durch den Server Neustart auch weggegangen. Ja, die Hellcat hat uns mit die ganze Zeit gefolgt, hat uns die ganze Zeit verfolgt, um uns halt Luftunterstützung zu geben, falls irgendwo Verbrechen. Bitte sei da, bitte ein Copy Hummingbird. Ihr habt echt keine Hobbys, ey. Die mit einer Sirene angefahren. TCSLT ist das. Ihr könnt jetzt nichts anderes leisten, sorry. Wir sind noch Rekruten und Detective Sink hat keine Lust, die anzumachen. Ja, wir haben die, Überwachung, bitte runterkommen, bitte sofort landen. Warte, ich schreib den an. Ich sprich die Polizei von Altes. Also der Officer Energy und Hoffi, die verfolgen uns andauern, weil die wollen uns wahrscheinlich platt machen, weil davor hatten die uns so richtig an den Eiern. Also, ich denke, der Detective sinkt, der kann dann gutes Wort für sie einlegen. Jungs, da hinten ist noch ein Flieger, Olaf, kurz hin rein. Guck mal da. Mikrofon aktiviert. Wo?
Ja, ich krieg die ganze Zeit nur den Offroader. ABAC Smoking. ABAC. Mikrofon muted. Jo. Boah, finde ich das geil. Ja, dann wollen wir sie jetzt hier nicht noch länger aufhalten. Ich würde ihm bitte warten, bis er eine Landeerlaubnis von der Polizei bekommt. Und ja, okay, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und denken Sie dran, immer schön zu schnell fahren und Polizisten abschießen und Leute ausrauben. Das Übliche. Verhalten Sie sich einfach auffällig. Werden Sie wieder als Rekrut eingestuft. Alles klar, dann machen wir es so. Sehr gut, weitermachen. Von haben Sie das bei sich, oder? Ja, oh, ja, danke. Ich guck mal kurz drauf, kein Augenblick. Ich muss es mal schnell bewegen. Ein Top. Ein Tag im Leben der Polizei. Jemand hat gesagt, Sie dürfen sich hinsetzen. So. Wenn mir der TC jetzt schreibt, dass er wieder gelandet, dann lass mal bitte dahin fahren. Sie sind des Öfteren schon aufgefallen, weil sie Drogen konsumiert haben. Stimmt das? Vielleicht guck mal. Das stimmt leider nicht. Guck mal. Vielleicht guck mal, wenn ich wink. Mit Waffe. Ja, das will mir auch. Kann auch weg. Ich muss mal kurz nochmal mit meinen Kollegen kurz schließen. Kollegen, einmal bitte an einer Reihe aufstehen hier, hinter dem Mann. Herr Sink, damit das leichter wieder kommunikativ. Der ist schon mehrmals wegen Onanieren in der Öffentlichkeit aufgefallen. So, hat irgendwer Drogen mit? Er hat noch nie Drogen konsumiert, behauptet er gerade. Ich möchte gerne, dass irgendwer ihm mal Drogen gibt, damit er auf den Geschmack kommt. Ich kann ihm leider nur einen Red Bull anbieten. Fast dasselbe. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ich habe leider gar nichts. Eine kleine Spende. Ich gebe ihnen mal eine kleine Wir können jetzt auch zu den CC-Leuten diesen Gruppen im Termin kurz oder lassen. Kokain von kaufen oder sowas in der Art. Wir geben jetzt Begleitschutz in Polizeiklamotten. Mit 5-4. Deswegen ja. Deswegen ja. Zum Diamond-Prozessor los. Denkst du? Sind da welche? Aber ja, da sind welche. Gerade eben. Ich hab die gefragt, wo die gelandet sind. Und nichts anderes irgendwie. Also es muss in Drogen investiert werden. Und dann immer schön konsumieren. Immer unser Streifenwagen. Da sind ja welche. Fahr einfach gegen Flash. Das ist kleine. Ja, doch, das fahr. Mit dem Heli. Ja, wenn du passt drauf machst. Sirene. Sirene. Diamantenprozess illegal, ne? Sirene. Nee. So, ja. Das ist ja das Problem. Hallo. Hallo. Allgemeine Personenkontrolle. SLT. Allgemeine Personenkontrolle. Ich übergebe mal kurz an meinen Officer, Herrn Olaf Olafsson. Der wird Sie ein bisschen befragen. Kriegst du auch im TS. Ja, dann werde ich mal kurz die Kontrolle an ihn durchführen. Haben Sie denn Personalausweis, den Sie mir geben können? Sie gerne kontrollieren. Ey, ihr sprecht alle auch im Test. Wie bitte, ich verstehe nicht. Können Sie mir Ihren Personalausweis kurz geben, dass ich das überprüfen kann? Ihre Personalien? Für Sie auch, wir machen eine allgemeine Personenkontrolle. Könnten Sie mir vielleicht einmal... So, Herr SLT, am besten wir gehen mal ein Stückchen weg, sonst stören wir den Kollegen da drüben. Ja, war klar, hier doch. Sink? Wie ich sehe, haben Sie in letzter Zeit wenig illegale Sachen gemacht, das ist nicht so gut. Sie sind nicht so schnell gefahren, gar nichts. Ich muss Ihnen da jetzt leider ein Ticket ausstellen und ich bitte Sie dann demnächst darauf zu achten, dass Sie eben die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhalten, Drogen nehmen und vor allem nicht sowas Legales farmen wie Diamanten, sondern eher illegale Sachen wie zum Beispiel Marihuana. Ich stelle Ihnen dann jetzt mal das Ticket aus und Sie bezahlen das dann bitte. Ja, Herr Agarot, Sie fahren ja hier legale Sachen. Das geht natürlich gar nicht. Deswegen werden wir Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen in Höhe von 2000. Ich werde Ihnen das so, Sie haben jetzt gerade das Ticket von 2000 bekommen. Sie haben das Ganze bezahlt, wie ich sehe, und bitte bleiben Sie nicht so unauffällig, sondern benehmen Sie sich etwas schlechter in nächster Zeit. Wir haben ein Auge auf Sie geworfen. Dann ist alles in Ordnung. Alles klar. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Tschüss. Schönen Tag noch, Herr Agarot. Tschüss. Ja, Ihnen auch. Danke, dass wir so in Ordnung das Ticket bezahlt haben. Ich glaube, die sind alle voll verwirrt, weil wir den Geld geben. Okay, das ist geil, Alter. Wie gesagt, also der Energy hat mir gerade geschrieben, wo wir sind, und ich habe ihn geschrieben, ob sie uns jetzt einteilen können, wo wir denn wären. Da habe ich geschrieben, keine Sorge, wir sind schon auf Streife, wir sorgen schon für Recht in Ordnung. Okay. Hab gesagt, warte, ich sag dir Bescheid, wenn du... Und dann zuerst nach links shaken, okay? Nee, genau, shaken. Salutiert, nein, salutiert.
Ja gut, dann wie geht das, alle langsames Laufen anmachen. Jetzt. Nee, mach doch jetzt die Musik an. Nein, warte, nein, nicht jetzt, dann hören sie. Die müssen aussteigen. So, jetzt. Genau. Jetzt. Nein, die müssen näher kommen. Warte. Jetzt. Achtung, hier spricht die Polizei. Hier spricht die Polizei. Reicht, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, platt. So, jetzt, Detective singt. DJ, aus. So. Sehr schön, meine Herren. Detective singt, spricht. Ich bin begeistert. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Ja, sind Sie etwa die neuen Rekruten, von denen wir jetzt hier gehört haben? Microphone ja, das muted. Sind meine Rekruten. Ich bin der Detective, beziehungsweise zu meiner Rechten ist ja der Officer Olaf Olafsson. Schönen guten Tag. Flash. Dann haben wir hier noch den Rekrut Interpol guten und Tag. Den Rekrut Sturmmaske. Guten Tag. Guten Tag. Herr Sturmmaske, Sie haben ja gar nicht so eine schöne Polizeiweste wie die anderen Herrschaften hier. Ja, habe ich verloren. Die haben wir verloren. Microphone activated. Ja, das gleich am ersten Tag, das macht gleich einen schlechten Eindruck. Microphone muted. Ich höre hier noch andere Fahrzeuge, aber... Das ist bestimmt die Verstärkung. Also ich soll euch jetzt einteilen hier, oder was? Genau. Wir würden gerne Dienst machen heute. Ihr würdet gerne Dienst machen. Microphone activated. Jetzt bin ich echt vergessen. Schauen, welche Streifen schon belegt sind. Jetzt bin ich so gespannt, was die machen. Ey, oh nein, das sind die Farbleute, die wollen die festnehmen, unsere Cops. Also, einer kann nein. Die Sophia-Streife gerne übernehmen. Sophia, bitte patrouillieren. Zwei Leute, aber nie alleine auf Streife gehen, das ist immer ganz wichtig. Also immer ein Zweierpärchen fahren. Und nie einen Rekruten alleine losschicken, das heißt ein Officer mit einem Rekruten zusammen. Da hier der Herr Sturmmaske noch keine Polizei ist, hat, gehe ich mal davon aus, er ist euer Rekrut hier. Ja, das ist richtig. Ja, dann müssen wir den mit einem mehr sehen. Nein, das kommt glaubwürdiger, wenn du sagst, uns ist ein kleiner Ninja entgegengesprungen. Na super. Ja, wir haben schon abgesperrt, da hinten sind ein paar Sperren. Unsichtbare Wände. Und wir wollen gerade zu der Schießerei dahinten fahren, oder wie? Ja, das ist richtig, genau. Das, ja, wir unterstützen. Wir sind die neue Kopfstreife hier auf dem Server. Ach so. Ja, nee, ich wollte da eigentlich warten, bis jemand verliert und das Auto dann impounden, aber das hat sich jetzt erledigt. Und uns ist auch was ganz Blödes passiert. Der Detective hat an der Sirene rumgespielt und jetzt ist die Sirene kaputt gegangen. Genau. Könnten Sie da mal nachgucken? Sie müssten noch mal einmal eben die Sirene wieder anmachen. Da eine Autobombe drin. Gut. Ohne Witz, der macht das nicht. Ohne Witz. Können Sie bitte eben einsteigen, einmal die Sirene reparieren? Okay. Ich habe aber nur... Ist scheißegal, was der für einen hat. Nice! Das ist perfekt. Wunderschön. Ja, vielen Dank. Oh, oder wenn die Leute sind. Gib die noch Best. Gib noch das Geld. Hab ich schon. Ja, schönen Tag noch und danke für Ihre Rede. Hilfe. Ja, tschüss. Kollegen. Brauchen wir einen. Tschüss. Ich spiel mal Musik ab. Hast du ganz geil, wie diese Rede haben. Das ist so gut, ey. Hat der Sound auch angemacht? Medic. Nee, das sind die da oben vorne, der Medic. Oh, da hinterher? Ja, Freunde, ja, vielleicht können wir da was lernen. Los, schnell! Der hat sich gerade auch gefragt, wieso haben die eine Sirene? Aber wieso haben die Beleuchtung Blaulicht? Oh Gott, ist das schlecht, ey. Das ist echt zu schlecht. So, schönen guten Tag, dir. Wir müssen unsere Kollegen befreien. Microphone muted. What the? Scheiße. Alter, der hättest du sehen müssen, der ist ein Meter neben mir, hat er sich rumgedreht. Was ist gerade passiert? Der ist voll hinter mir in die Limo reingefahren. Der hat sich gedreht und ist fast in mich rein. Was? Waffen runter.
Also der Rekul. Die Waffe abnehmen, nicht Waffe runter sagen. Sorry, Junge. Runter kann er trotzdem noch hochnehmen und schießen. Mikrofon muted. Kann ich eigentlich Officers Hoffi Dingens haben? Mikrofon activated. Der hat's aber impounded. Nein, fuck! Ey, wo ist die Sirene? Sturmmaske, komm. Sirene an. Da hinten, die läuft gerade mehr, sorry. PC oder was? Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Hier spricht die Polizei! Gibt sie. Okay. Reicht schon. Gut. So, Herr Freedom. Wie Sie vielleicht gehört haben, hallo, bleiben Sie verstehen. Wie Sie vielleicht gehört haben, wir sind die Polizei. Ich fahr mal eben an die Seite. Ja, bitte. Geht mal eben weg. Sie können auch die Hand gerne wieder runternehmen. Ich wollte mal fragen. Wir wollen ja nur den Quadfahrer befragen. Ich wollte gerne mal hier. Bitte, mit was so? Okay. Mit einem Brunnen, na klar, ich puste alles. Puste alles. Na klar, das ist. Ich hab übrigens keinen Schlüssel für die Karre. Ja, komm mal her. Recruit Flash, kommen Sie mal bitte her und halten Sie mal eben den Tester an den Mund, damit wir mal seinen Brunnenwert erfasst wird. Natürlich, einen Moment. So, dann bitte einmal hineinpusten. Einmal davon ranpusten, ich sag dann Stopp. Steckst du dir deinen Schwanz ins Gesicht? Ich puste, kann ich dann weiterfahren? Ja, natürlich nicht mehr, aber die dürfen weiterfahren. Oh, okay, das sieht gar nicht so aus. Knie, Mr. Freedom. Das sieht... Ja, genau, bitte hin. Wie war dann? Was? 1,0 Promille? 1,0 Promille, Herr Freedom. Ich bitte Sie, das ist ein bisschen wenig. Nächstes Mal, wenn Sie anhalten, bisschen wenig. Nur noch 1,0 Promille, dann müssen wir ihn leider mit Speed aufdrücken. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich hab dann noch eine andere Sirene, aber die geht eventuell so 7 Sekunden. Ich hab keine Ahnung. Ja, recht, wie geht denn die? Ja, warte. Achso, das gehört gar nicht Ihnen. Ja gut, das war für Alten. Das ist auch deiner Polizei! Das ist auch deiner Polizei! Nee, das ist ja ein Typ besser. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu gangstermäßig. Nee, die andere ist besser. Grün-weißer Partybus könnte noch. Ja. Sie kriegen jetzt eine kleine Prämie von uns dafür, dass sie so viel getrunken haben, beziehungsweise, naja, viel. Ja gut, wie hoch ist denn die Prämie für das viele Trinken? Das macht der Herr Olaf mit Ihnen dann. Mikrofon muted. Ah, super. Ah, ja, Sie haben schon was bekommen. Also, mehr Alkohol, mehr Drogen. Ah, ja, Prämie. Mehr Alkohol für mehr Geld. Genau. Super. Das ist immer nur, also, natürlich auch. Sie dürfen natürlich auch Drogen rauchen, Marihuana. Drogen auch? Okay. Ja klar, koksen, alles. Je mehr ich habe, desto mehr Kohle kriege ich dann. Wo ist es? Ja, ich hätte dann eine Idee, wenn ihr da ein bisschen was aufliegen lassen wollen würdet, dann kann ich da auch ein bisschen was erzählen oder so. Ich kann mich ja mal einsetzen da. Ich wüsste da vielleicht sowas geht. Geh zu dem und spiel nochmal unser Lied ab. Thomaske, ja, geh zu ihm und spiel das Lied ab. Mal gucken, was? Thomaske, meine hier zum Arm. Eigentlich fest eingeteilt auf einer Streife. Was? Und eigentlich Arm hier, auf deiner Straße. Okay. Da dürfen wir eigentlich nicht von abweichen. Das ach, heißt, die Sirene? Wir dürfen ja die Sirene. Die bei uns in dem Bereich passieren, sag ich mal. Okay, alles klar. Ja gut. Deswegen, aber okay. Nett für Ihre Hilfe. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Okay, alles klar, auf lieben Dank! Ja, bitte, mach's gut! Sie kommt auch noch von hinten! So, das reicht! Oh, das ist aber nett, Jungs. Oh, endlich mal ein bisschen Abwechslung. Mikrofon muted. Ja, wir sind die Polizei. Ich hab wirklich gedacht, ihr seid Polizisten, bis ich gerade... Police. Sie haben sich noch gar nicht vorher ein Detective Sink verbeugt, also so geht das hier nicht, er wird wenigstens salutiert. Ja, soll ich salutieren? Kein Problem, hallo? Hallo, ich bin Detective Sink. Und ich leite hier das, also die vier Leute sind dann beim Kommando hier. Das ist einmal der Officer Olaf Olafsson,
unser Rekord Sturmmaske, der, naja, ich muss ihn entschuldigen, der hat leider seine Weste heute beim Ersttag gleich direkt verloren. Er hat ihn irgendwann wieder, der kam aus dem Gebüsch gesprungen, hat uns erstmal die Reifen zerstochen und dann die Weste abgenommen. Und so schlimm war das gar nicht. Officer Flash und noch unser Rekord Flash. Hallo Interpol, Grüße. Genau. Ja, nett. Ja, wir helfen. Wir sorgen halt hier gerade den Unordnung. Ja, was, ich kenne die Polizei nie, die also die irgendwie was anderes betreibt aus Unordnung. Dem her. Wir räumen halt dahinter immer auf. Verarzten? Ich bin vorhin in den Igel gelaufen. Ah, wir alle. Ja, das war noch vor dem Wind. Ich ziehe natürlich da die Sachen raus. Mikrofon muted. Ich bin ja vorhin in den Busch gesprungen. Alles stellt sich an. Einfach rausstellen, genau. Sehr gut. Dann mache ich das hier gerade mal. Genau, jetzt bleibt ihr in der Reihe, ich gehe zurück und ich gehe wieder rein. Einer von euch geht raus. Ich bin auch nur dafür bekannt, eigentlich Lebensmittel herzustellen. Jetzt, jetzt haben sie das richtige Pflaster gewählt. Jo. Haben sie übrigens meine neue Pizza mit Algenextrakt schon probiert? Die habe ich jetzt neu auf Altitz in den Handel gebracht. Also ich tue ja in meiner Freizeit auch Pizzen. Ja? Ja, mit Algengeschmack. Ja, hört sich gut an. Nee. Ja, habe ich noch nicht probiert, aber haben sie vielleicht noch einen im Kofferraum oder hinten im Rucksack drin? Ah, tut mir leid, die sind schon vergriffen. Ich habe viele Proben, morgen habe ich auch wieder Proben dabei, mein aber Platz aktuell... Es hält bei Ihnen leider nicht. Irgendwie bei Polizisten, beziehungsweise bei den Leuten, die halt hier für Ordnung sorgen, da habe ich immer meine Probleme hier. Wie geil es einfach ist, ey. Warte, habt ihr das Auto abgeschlossen? Was wir an uns haben. Ja, ja. Keine Ahnung, aber Dr. Edgar, wieso kleben Sie da einen Kuchen auf meine Wunde drauf? Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Verleidet. Auch nach Erdbeeren, ich mag keine Erdbeeren. Oh, ich nehm's ihn wieder runter, einen Augenblick. Warte, ich ja, mach bitte. Sirene. Oh, warte, noch nicht, halt nicht, noch nicht. Jetzt haben wir noch ein Pflaster drüber. Und... So, wir haben nochmal eine allgemeine Verkehrskontrolle. Einmal aussteigen. Sirene. Ja, vielen Dank. Kein Problem. Geld können wir Ihnen dann überweisen, wir haben gerade nichts dabei. Ich hoffe, das ist okay. Du willst, das sind Neulinge, die meinen echt, wir sind die Bullen. Ich hab das... Ich verstehe es gerade aktuell nicht, was... Aber... Mach mal das Lied aus, mach mal das Lied aus. Ich verstehe sie gerade auch überhaupt nicht. Du machst mich ab, bitte. So, ist egal. Interpol übernimmt das mal. Ich hatte gesagt, dass ich Ihnen dann das Geld überweise, ich habe gerade leider kein Geld dabei. Ja, egal, mach mal. Ja, oh, Herr Mann, Problem. Vertraue ich Ihnen. Ja. Ja. Die Polizei ist ja immer vertrauenswürdig. Verkehrskontrolle durchführen. Ich bin hier der Rekrut Interpol. Mein Detective hat mir die Aufgabe übertragen, die Kontrolle durchzuführen. Ich hätte da gerne einmal ihre Fahrzeugpapiere und den Führerschein. Interpol, der soll mal eine Flasche pingeln, damit wir sein Urin untersuchen können. Ja? Hör den gar nicht. Da wirklich eine Flasche raus bei sich zu Hause und pingelt da rein. Ich verstehe nicht. Steht denn einer von euch? Ich habe noch nicht geguckt. Vor allem mit auf der Straße. Wenn wir etwas lauter reden, kann es sein, dass sie ein bisschen heiser sind. Wie verstehen sie denn so anlegen? Ah ja, ich probiere es ja. Ah, jetzt verstehe ich sie. Genau. Ja. So, Herr Manni, ich gebe Ihnen jetzt... bitte Fahrzeugpapiere, Führerschein. Und ich gebe Ihnen noch eben einen kleinen Bottich, wo Sie bitte reinpinkeln könnten. Wir wollen einfach nur kontrollieren, ob Sie in der letzten Zeit Drogen konsumiert haben. Und noch einer. Vor der Straße runter. Das machen. Ach, den kennen wir ja schon. Ist der Quad schon repariert? Ja, das ist repariert, aber ich kann es gerade nicht wegnehmen. Es ist ja nicht. Manni, du hörst mal bitte einen Gefallen. Steigen Sie mal bitte in Ihr Fahrzeug ein. Ordnung. Ja, steigen Sie mal bitte in Ihr Fahrzeug ein und fahren Sie mal bitte rechts ran. Neben den Straßen ran. Geh weg, der überfährt uns. Alter, wie oft wollen die das noch posten? Hallo, bitte. Ja, danke schön, das reicht. Ich kann die ganze Zeit. Wo ist denn Ihr Fahrzeug? Das ist nicht so, mein Herr Fahrzeug. Interpol, haben Sie schon die Urinprobe genommen? Ja, die Führerscheinfahrzeugpapiere kriegen einmal zurück, die sind in Ordnung. Und scheinbar haben denn die Polizisten oder Rebellen gerade sein Fahrzeug schon repariert. Also vor 2 Minuten. Meint ihr das Quad da hinten? Kann immer sein Auto ausmachen. Genau. Das habe ich vor 10 Minuten etwa schon repariert und dahingestellt, weil es im Weg stand.
Ah, okay. Dann haben sie mich Person angeschrieben und dann bin ich in eine andere Richtung gerast, um sie zu suchen und ja. Was hat er jetzt gemacht? Was ist jetzt mit dem? Ich hatte nur einen Einsatz und der hat... So, ich hab die Urinprobe, was sagen wir, er hat Drogen konsumiert? Ja, sag. Nee, der ist schwanger. Wie kriegt er? Hat jemand auch Geld dabei? Hab noch... Sag bitte, der ist schwanger. Wir haben das an seinem Urin entdeckt und ich hab noch 2000. Genau. Verkehrskontrollen durchgeführt. So, also wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir haben keine Drogen im Blut. Das finden wir nicht so toll. Also Drogen muss schon sein am Steuer. Die gute Nachricht ist allerdings, wir haben festgestellt, die sind schwanger. Tolle Nachricht, ja? Ja. Erstmal einen großen Glückwunsch. Großen Glückwunsch von uns. Ja, Glückwunsch. Mikrofon muted. Oh mein Gott. Wird das denn ein Junge oder ein Mädchen? Pass auf, Gib mir mal einer Geld für die Ausbildung des Kindes. Genau, Kindergeld. Gib mir Kindergeld. Sie bekommen jetzt von unseren Rebellen, beziehungsweise von der Rebellenpolizei bekommen sie eine kleine Prämie für ihr Kind, also Kindergeld sozusagen, damit ihr Kind auch eine vernünftige Ausbildung genießen kann. Und, also beziehungsweise eine kriminelle Ausbildung genießen kann, damit das gleich herangeführt werden kann an die Waffen, wie ein altes. Und an die ganzen anderen auch wieder Spaß machen. Ohne Witz, die Leute meinen echt, wir sind Cops, ey. Ich finde das so lustig. Und der Olaf wird ihnen dann eine Prämie Mikrofon übergeben. Mikrofon und dann wünschen wir ihnen noch eine gute Weiterfahrt. Ja, das Geld haben sie schon erhalten. Denken Sie dran, bitte tun Sie immer das, was nicht im Gesetz steht. Oder was? Alles klar? Tut sich mal das, was nicht. Gute Sache, freuen Sie die Polizei. Sie können sich ja mal melden, wenn Sie wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Okay, ich habe Ihnen meine Handynummer mal zugesteckt. Mikrofon muted. Der Interpol steht auch auf so kleine Techteleien. Also Sie können ihn auch mal außerhalb anrufen, kein Problem. Außerhalb seiner Dienstzeit. Mikrofon activated. Oh, was ist denn der da? Ach, so, das hat der öfter, so. Der Olaf, der guckt sich gerne mal hier in den Asphalt an. Ich habe einen Käfer gefunden, das muss ich gleich den Wildhütern melden. Oder sowas. So, los, auf ins Polizeiauto. Den Wildhütern melden. So, schreibt mal gerade an, wir hätten eine gefährliche Schlange gefunden. Ja. Also, ich glaube, das ist das Beste, ja, PPS, als die Cops das reinkriegen würden. Ich glaube, der glaubt das gerade auch wirklich. Ja. Wenn er dir das nächste Mal die Kopf begegnet, der meint das gleich noch, der meint gleich noch, der kriegt ein Kind als Zivilist. Wie sie alle zugucken, das ist so cool. Schreibt mal gerade, ja, er soll nach Kavala kommen, wir hätten eine gefährliche Schlange entdeckt. So ist recht. So, direkt außen, das aussteigen schießt jetzt. Und Musik, los. Achtung, Achtung. Polizei. Einmal bitte aussteigen, allgemeine Verkehrskontrolle. Wir schon wieder. Ach, den haben wir schon mal. Ich weiß. Er fliegt denn dahin? Ja. Ja, heute wurde hier Tage erschienen. Wieder dabei zu Langbahn gefahren. Wollen Sie sich dazu äußern? Ich wollte mich nur nochmal fürs Geld bedanken, das Kraut hat sehr gut geschmeckt. Ah, oh, kein Problem, das war auch natürlich das beste Glas, was wir haben, es kommt ja auch von uns. Da vorne ist der Heli, der Typ. Sturmmaske, komm mit, wir brauchen Musik. Sturmmaske, wir brauchen Musik, mitkommen. Ich spreche mal wieder in ATM. Der Medic läuft uns hinterher, der findet uns so geil. Bleibt ihr beide da. Wir gehen zu dritt. Achtung. Hier spricht die Polizei. Komm raus und deck die. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Herr Dr. Oetker, das ist sehr gut, dass Sie gerade hier sind. Können Sie dem Herrn mal bitte Blut abnehmen? Wir wollen mal schauen, ob er wirklich Drogen genommen hat. Und unser Bluttest ist gerade etwas schlecht. Der zeigt immer falsche Ergebnisse an, ja. Mikrofon muted. Ja, ich habe noch einen dabei. Einen Blick. Ich werde ihn jetzt Blut abnehmen, es piekst ein bisschen. Dann müssen wir kurz warten. Hat noch jemand von euch Geld dabei? Nur noch 1000. $30. Wenn du 1000 haben willst, komm her. Mikrofon muted. So, und was hat der Bluttest zu ergeben? Zeige ich ihn mal hier. Halt die Lutz noch fest, der kriegt noch 1000 Euro Ticket. Mikrofon muted. Oh, das sieht nicht gut aus.
Ach wirklich? Oh, ja, ja, stimmt. Sehr schön. Oh. Super. Doch. Also, ja, weißt du, das ist mir jetzt nicht so der Erfahrenste. Das habe ich damals mal ausführlich genossen, wie man das jetzt aussieht, das Ding. Ich glaube, da kann Ihnen der Olaf ein bisschen mehr zu sagen, Herr Schiff B. Ja, wie ich sehe, haben Sie Marihuana geraucht. Ich muss Ihnen leider sagen, dass das nicht wirklich rein war. Also Sie haben da auch ziemlich viele Schadstoffe mit eingeatmet. Sie sollten das nächste Mal bei einer vertrauenswürdigen Quelle kaufen. Aber es ist schon mal gut, dass Sie erste Fortschritte als Drogenkonsument gemacht haben. Das unterstützen wir natürlich. Wir haben Ihnen ja vorhin schon das Geld gegeben und bedanken uns, dass Sie so gut kooperiert haben mit uns. Und dann wünschen wir Ihnen jetzt auch eine gute Weiterfahrt. Okay. Und wenn Sie mal irgendwie Fragen wegen Drogen haben oder irgendwie Drogen brauchen, fragen Sie uns einfach. Wir klären das für Sie. Vielen Dank für das Angebot, aber mein Hemd ist voll genug davon. Ah, ja, sehr schön. Ich hoffe alles. Ich hoffe alles für den Eigenbedarf. Der ist verwirrt. Der hat sich stoned. Ich hab ihm gesagt, wenn er landen soll, dann soll er auf der Straße landen und nicht in der Abseits. Und am besten immer in der Straße landen und in der Nähe der Polizei. Ja, hat er gesagt. Ja, hab ich wir müssen gesagt. Dann mal zum ATM, also an der Tankstelle bei Kabbalah. Ja, wir haben eh nur noch eine Viertelstunde. Genau, das außerdem. Aber wir müssen jetzt mal echt nach Kabbalah fahren hier, komm. Ja, wir halten dann zwischendurch an der Tankstelle. Kabbalah fahren halt. Mir fehlt doch einer. Los, Musik! Boah, Musik! Ja, ich muss er hat Angst. Wenn du ausgestiegen bist. Allgemeine Verkehrskontrolle, bitte einmal aussteigen. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Hier spricht die Polizei! Jetzt reden wir aber anders, ich hab jetzt keine Lust mehr. Keine Aktion, Jungs, keine Aktion. Hat noch jemand Geld? Nee, gar nichts mehr. Mikrofon ja, ich das Herr Hausmeister. Und zwar, ich darf mir vorstellen, ich bin Officer, gar nicht, Detectives sind hier mittlerweile. Detectives, wir führen ja Verkehrskontrollen durch. Ja, das ist, Deckname. Falsche Charakter. Deckname. Nein, Deckname. Das sind unsere Undercover-Namen. Genau, wir ermitteln Undercover und, deswegen, damit wir nicht gleich direkt auffallen, haben wir uns jetzt Rebellen genannt. Mikrofon aktiviert. Ich fahr mal ein bisschen das Auto weg. Wie gesagt, wir machen hier allgemeine Verkehrskontrollen. Sie sind in unserem... Oh, da kommt ein Quad. ...war sind uns aufgefallen. Sie waren einfach zu langsam unterwegs. Alter! Ja, Wo fährt der mit dem Quad hin? Mit 80 km unterwegs. Das ist viel zu langsam. Was sagen Sie dazu? Oh! Ja, das ist ein Versehen meinerseits. Ich bin einfach zu vorsichtig gewesen hier in der Kurve, dann bin ich schon so oft ausgeschert, da habe ich gedacht, das bremse ich lieber, aber... Diese recht, also die muss man, die mit 100 km/h muss man natürlich die Todeskurve schaffen. Ja, mindestens. Ja, die Ausrede hören wir halt auch ständig, das immer schneller fahren ist schrecklich. Genau. Hat jetzt noch irgendjemand Geld, dann stellen wir ihm Ticket aus. Ich habe noch 431 Dollar. Ja, gib ihm einfach das Geld. Ja, gib mal Interpol hier. Das Geld oder hier wer auch immer. Dickere Felgen drauf oder mit dickeren Reifen und hinten noch mal ein bisschen was am Auspuff machen. Ja, und die leckeren Motor kann man schlecht. Auch wegmachen, die ist ja nur unnötiger Belast. Weil die Paychecks nicht in die Tasche die gehen. Erleichterung und da kann man bestimmt noch ein paar PS dann rauskitzeln aus dem Auto. Ja. Ich würde sagen, weiß nicht, haben wir noch eine kleine Prämie für den Herrn Haus? Ja, ich übernehme jetzt. Gib mal am okay, Wort an mich weiter. Herr Interpol würde das jetzt mal übernehmen für mich. Ja, mein Vorgesetzter, Detective Sink, hat ja schon alles gesagt. Also, Sie sind ein bisschen zu langsam gefahren. Wir möchten Ihnen daher gerne ein Ticket ausstellen in Höhe von 431 Dollar. Ich werde Ihnen das Geld jetzt geben und ich bitte dann, das Ticket anzunehmen. Okay. Was ist das? So, jetzt angenommen, dass Sie das Ticket angenommen haben und so. Regroup. Nett. Und dann wünsche ich Ihnen gute Weiterfahrt. Warte mal Jungs, ich hab noch was für euch. Für die Schmerzen. Mikrofon aktiviert. Ich hab keine Schmerzen. Ich hab auch keine Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Keine Schmerzen? Ah doch, ich bin am Kiosk hingefallen.
Die können die Hände übrigens runternehmen, die haben ihr Ticket doch bekommen. Leute, hinten steht er. Ey, wir haben gerade schon einen Kollegen von Ihnen erwischt, der auch zu langsam unterwegs war und wir haben keinen Schmerz mehr. Es geht super. Er hat uns Morphium gegeben. Morphium. Oh, das war ja da richtig gut. Das war schon mal gehört. Das wird besser als Hans sein. Sehr schön. Mikrofon ja, vielen Dank. Alles auf einmal nehmen. Danke, Hausmeister. Ich kann es ja gar nicht essen, so eine Wir werden uns ins Koma schnüffeln. Vielen Dank und denken Sie dran, immer schneller fahren. Und kann ich das usen? Ja, ich gebe jetzt immer Vollgas. Ab jetzt immer Gas, Gas, Gas. Sehr schön. Genau. Das soll man wieder erreichen. Den höchsten Schaden. Mach noch Musik an zum Abschied. Welche Musik? Mach's gut, ciao. Träne. Tschüss. Ja, der ist ja jetzt schon eingestiegen. Ja, komm. Oh, oh, wer fährt da? Wir bleiben. Wir bleiben frei. Ja, FA Norox oder so. Hinterher. Ich kann das stehen. Ja, dann fahren wir jetzt dahin, komm. Okay, Musik an. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Hier spricht die Polizei. Lol.